Ja, hallo lieben Christian Schimmer, Diplompsychologe, früher Teambuilder mit zig Unternehmen. Heute eher Beziehungsbereich, also war ich früher aber auch, habe ich mal parallel gemacht unterwegs. Und wir analysieren ja hier die Gruppensituationen vor allen Dingen von Seven vs. Wild. Es geht um die aktuelle Folge, das ist die Folge Nummer 6. Natürlich wird hier gespoilert, also wenn du es noch nicht geguckt hast, beende das Video sofort. Und guck dir erstmal das Video an. Ich habe jetzt auch nochmal zusätzlich von dem Joe Vogel mir ein Video angeguckt, was er dazu sagt. Da fange ich jetzt auch mal mit an. Und genau, also er hat sich, glaube ich, jetzt mehr bezogen auf den Anfang von Seven vs. Wild. Aber auch nochmal auf TikTok habe ich auch nochmal was gesehen zu dieser Brandgeschichte. Und da wirkte er auch sehr mitgenommen und ich persönlich finde das auch nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, warum immer alle die große Hobbypsychologen-Fraktion, sag ich mal, warum die immer alle so eine große Manipulation suchen. Also dass das jetzt irgendwie potenziell traumatisierend gewirkt haben kann mit diesem Feuer, wie gesagt, wo der Plastik auf einen runtertropft, finde ich absolut nachvollziehbar, wie das jetzt genau für ihn war. Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Aber ja, er hat das halt auch nochmal geschildert, wie schlimm das für ihn war. Und das, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Also in dem längeren Video hat er dann halt auch gesagt, was ich auch nachvollziehen kann. Wie gesagt, ob das jetzt das so als Show besser macht, da können wir am Ende nochmal drüber reden. Aber dass er sagt, eine Gruppe muss ich so organisieren, dass einer irgendwie zumindest zeitweise führt, hat er jetzt nicht gesagt, aber dass einer führt und die anderen sich auch führen lassen, da würde ich mir auch komplett recht geben. Das Problem ist nur, dass er es die ganze Zeit führt. Also idealerweise würde man sich in so einem Setting wünschen, dass auch andere mal führen, aber da er natürlich mit dem Joey Kelly da befreundet ist und der jetzt auch keine Führungsabsichten hat und den anderen einfach das Wissen fehlt und sich der Stefan zurückzieht, ja, ist das jetzt halt diese Situation. Aber grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, ne? Wir kommen gleich auch nochmal zu der Gruppendynamik. Er hat auch mal auf dieses abwechselnde Schlafen ist dann nochmal eingegangen, das haben wir jetzt mal auch hier besprochen. Überhaupt hat er eigentlich, ich finde, er hat eigentlich alles so bestätigt, was wir ja schon vorher besprochen haben. Abwechselnd schlafen sind sie einfach teilweise, manche Sachen sind sie einfach nicht drauf gekommen, beziehungsweise das wäre also müdigkeitstechnisch einfach nicht möglich gewesen. Wie gesagt, bin kein kein Survival-Spezialist. Inwiefern das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht, weiß ich nicht, aber nicht mal alles so zur Kenntnis. Und was er auch richtigerweise sagt, man sollte jetzt nicht über Leute einen Stab brechen, die in einer absoluten Ausnahmesituation sind, wo es ums Überleben geht, die tagelang nichts zu essen haben, die ganze Zeit gefilmt werden. Das ist ja auch wie in anderen Reality-Formaten, hätte ich jetzt fast gesagt, weil das wird ja auch zunehmend zu einem Reality-Format, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und meiner Ansicht nach, dass ich auch zurecht verwahrt gegen diese ganzen, ich hasse das ja auch wie die Pest, diese ganzen Ferndiagnosen, er wäre ein Narzisst oder was. Ich meine, Leute, ey, wirklich, weiß nicht, sollen alle dabei bleiben, wo sie eine Ahnung von haben, wirklich, und nicht immer gleich so labeln, weil das sind ja auch, er hat auch gesagt, es wird sich wahrscheinlich ändern und ein paar Tagen sieht es ganz anders aus. Und so ist das auch. Wir können ein ganz anderes Bild haben, wer da im Vordergrund steht oder wer vielleicht schlecht rüberkommt. Und also das konnte ich sehr nachvollziehen, was, glaube ich, auch geklärt ist, dass sie nicht erst gefilmt haben und dann das Feuer gelöscht. Ich habe es jetzt so verstanden, dass erst gelöscht wurde und dann, was da noch an Flammen war, wurde dann gefilmt. Nämlich auch einfach mal so zur Kenntnis und ja. Und was er auch richtigerweise gesagt hat, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja auch nicht nur das Feuer ist, da haben ja auch, ich habe da auch so Kommentare gelesen, und das war überhaupt nicht gefährlich, haben wir bei der Bundeswehr auch schon gemacht, ey, ich weiß nicht, Leute, sowas wird es bei der Bundeswehr nicht geben, glaube ich. Und auf so einem Risikolevel kann ich mir nicht vorstellen. Er sagte richtigerweise auch, dass diese Rauchsituation, wie gefährlich, das ist ja, das hat der Joey Kelly heute auch nochmal gesagt, viele sterben ja auch an so einem Feuer nicht an den Flammen, sondern am Rauch. Und wenn der Rauch da ins Flugzeug zieht und weiß nicht, ob ihr in der Kindheit wie ich auch viel Plastik verbrannt habt, wie ätzend das ist und was für ein scheiß Rauch da entsteht und wie weh das tut, wenn man das wirklich abkriegt. Und es kann ja auch Kleidung in Brand setzen. Also wie gesagt, ich fand das unfassbar gefährliche Situation so, ne? Ja, was er auch richtigerweise sagt, auch das haben wir ja schon besprochen,
Ja, sie hat eine fehlende Feuerwache und er sagt auch richtigerweise, die Gruppe hat ja nicht funktioniert. Also wenn die Gruppe der Meinung ist, das fand ich auch, fand das eigentlich ein sehr gutes Video, dieses längere, wo er da am Strand sitzt. Wenn die Gruppe der Meinung ist, man sollte da kein Holz stapeln oder es ist alles falsch gebaut oder es ist nicht klar, wer jetzt Feuerwache hat, oder es ist vielleicht keine gute Idee, alleine Feuerwache zu machen und. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von, dass jeder immer so ein Stück Verantwortung übernimmt, dann ist es nicht für einen so viel. Und natürlich haben die, das ist ja immer so, das ist beim Bergsteigen auch so, wer am meisten Erfahrung hat, hat die meiste Verantwortung. Vielleicht haben dann mehr die Leute, die da sind, aber wie gesagt, es ist eine Unterhaltungsshow, man muss da jetzt, weiß ich nicht, da haben sie halt irgendwas übersehen. Und ich denke auch, dass da keiner will irgendjemand was Böses. So. Man glaubt schon, dass sich Leute da darstellen wollen. Gut, ich meine, das sind alles Content Creator. Jeder Content Creator will sich gut darstellen. Das ist natürlich, wollen die gut rüberkommen. Vielleicht sind die auch manchmal unsympathisch. Ja, also ich gebe auch immer zu bedenken, wenn man selber 24 Stunden gefilmt wird, ob da alles mal so obersympathisch ist. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich auch nicht. Aber ja, also das fand ich auch sehr gut, dass er sagt, hey, wir können das jetzt nicht auf einen schieben. Auch wenn natürlich, also Stefan jetzt dann nur so als Opfer darzustellen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, erstmal, dass wir das mal abschließen hier, dass die ganze Gruppe da irgendwo einen Anteil hat. Aber was er auch sehr bemängelt hat, das hatte ich auch gesagt, und das hat auch Joey Kelly nochmal gesagt, also jeder kann Fehler machen, aber dass man dann wenigstens sagt, es tut mir irgendwie leid, ne? Und dann nicht beleidigt abdampft und auf den gelben Knopf drückt, sag ich mal. Darf man natürlich, aber und dann sagt, nee, ich spiele jetzt nicht mehr mit irgendwie. Also das kann man schon von innerhalb so einer Gruppe, also wir von außen können das nicht erwarten, aber innerhalb einer Gruppe kann man das schon erwarten. Wie gesagt, selbst wenn man denkt, alle haben damit zu tun, nicht nur ich, ist das ein total wichtiger Skill in der Gruppe, sich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid oder sowas. Heißt ja nicht, dass man dann die ganze Schuld hat, aber einfach, um das zu befrieden. Das hat die Gruppe ja auch gesagt, wir brauchen, er kann ja zurückkommen, er kann wieder reinkommen, man kann auch Fehler machen, aber dann gleich rumzumeckern und nicht erstmal zu sagen, boah, irgendwie was hier passiert ist, ist echt total scheiße und für eventuelle von mir kommende Anteile entschuldige ich mich, tut mir total leid. Ja, das kann man als Gruppe, glaube ich, schon erwarten. Und dass die verstimmt sind, dass das nicht passiert. Das ist kein Mobbing. Ich weiß sowieso, also entweder habt ihr auch irgendwelche anderen Sachen gesehen oder gehört. Es mag ja sein, dass man, ich finde auch, dass man sich in so einer Outdoor-Situation mal beschimpft. Ich meine, Güte, das ist kein, was meint ihr, was passiert, wenn man, egal wo, wenn ihr Leute, ihr seht das ja auch, Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother, wenn du Leute einsperrst, irgendwann rastet irgendjemand aus, ne, wer die dünnsten Nerven hat oder wenn nur der Stress groß genug ist, das weiß man einfach und also, dass es dann auch mal laut wird oder dass man, ich weiß nicht, das ist für mich alles kein Mobbing. Trotzdem, wie gesagt, Stefan kann natürlich sagen, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, vermute mal, dass er der Meinung war, er sieht da irgendwie kein Land mehr, ist jetzt sehr schlecht rübergekommen. Vielleicht sieht er aus seiner Sicht das sehr in diesem Konflikt mit dem Joe. Wie gesagt, das ist ein gutes Recht. Ob das jetzt eine gute Wahl war, da rauszugehen, weiß ich nicht, weil ich glaube, er möchte jetzt. Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt so jahrzehntelang Survival mache, dann möchte ich ja eigentlich gesehen werden so als cool und als Macher und glaube ich jetzt nicht so, weiß ich nicht, als derjenige da sein, der dann irgendwie rausgeht und als erster auch noch rausgeht, obwohl er einer der Profis da ist. Und aber gut, wie gesagt, man trifft diese Entscheidung in so Millibruchteil, Millisekundenbruchteil wahrscheinlich oder vielleicht hat er es auch länger überlegt, ich weiß nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das bereut hat. Also, ich weiß nicht, dann geht man da raus und ich glaube, dann freut man sich erstmal auf einen Kaffee und dann denkt man, ey, scheiße, weil er hätte ja auch sein eigenes Ding machen können oder dann wieder zurückgehen zur Gruppe. Er hätte da wirklich das ganze Format noch komplett für sich nutzen können und aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht drüber urteilen, wer weiß, wie es ihm so ging, aber ich glaube, dass das
im Sinne der Gruppendynamik, dass sie sich da irgendwie trennen, da komme ich gleich auch noch zu, war glaube ich stimmig, aber ob das für ihn jetzt eine gute Entscheidung war, wirklich rauszugehen, das weiß ich nicht, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber gehen wir nochmal auf zwei sehr unterschiedliche Kommentare zum Thema Mobbing ein. Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, ich weiß nicht, was du gesehen hast, dass er gemobbt wird. Dabei geht es auch um die Ansprache, sondern um Teile der Ansprache und sonstige beleidigende Kommentare. Habe ich jetzt nicht gehört, wenn sich Joe in der Gruppe hinsetzt und behauptet, dass er und Joe Kelly Fachleute sind, ist das extremes Mobbing. Ich weiß nicht, glaube ich, manche haben hier völlig, also wo ist das Mobbing? Das ist ja einfach so. Das ist vielleicht Ego oder unsympathisch, aber ich sehe das Mobbing da nicht. Also ich weiß nicht, das ist doch Survival, das ist doch jetzt nicht, wir backen irgendwie einen Marmorkuchen oder so, ne? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Witzig finde ich auch, dass die Leute, die mal sagen, dass da gemobbt wird, dass die selber einen völlig ekelhaften Kommentarton hier teilweise haben, das finde ich auch sehr, der ist natürlich dann nicht mobbend, vermute ich mal. Aber gut, aber ich hatte eigentlich noch so ein positives, finde ich, wo ich da sehr mitgehen konnte, was ich denn jetzt noch finde. Steht hier, ich sehe dann auch kein Mobbing. Stefan bringt sich nur in die Gruppe ein, lässt sich all die Arbeit andere machen, redet groß, aber nichts dahinter. Man muss sich nicht wundern, dass die anderen nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Das wäre nicht nur in der Survival-Situation so gekommen und war laut Jack Knife und Survival Lily kenne ich jetzt nicht das erste Mal, dass er sich ausgrenzt, aber spannend. Er tut so, als ob er der große Survival-Experte ist, kann ich jetzt wie gesagt nicht beurteilen, und kann sich nicht damit abfinden, dass die Gruppe demokratisch gegen seine Vorschläge entscheidet. Gesause ich das auch, weil es hat der Joe auch gesagt, dass das durchaus stattgefunden hat, diese Gespräche, und reagiert dann beleidigt wie ein kleines Kind. Was soll man bei so einem Verhalten anderes von der Gruppe erwarten? Ja, also wie gesagt, das kann ich schon irgendwie fühlen. Trotzdem, ich meine, wie gesagt, man kann da letztlich nicht drüber urteilen, auch wie der Stefan sich verhalten hat. Wie gesagt, also wo er da das Opfer ist, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, weil ich denke, das ist einfach eine Gruppendynamik so. Aber auch, ich gebe da auch nichts beurteilen letztlich an Stefans Verhalten, wenn er das so gefühlt hat. Hat das so gefühlt, wie gesagt, wir wissen alle nicht, was wir selber machen würden, aber gut, irgendwie muss man ja mal drüber reden. Ja, von der Gruppendynamik muss man sich das so vorstellen. Erstmal hatten wir, das ist ja genau, was ich vorher gesehen habe, nach Tag 3, die Storming-Phase, großen Konflikt. Sagt ihr vielleicht, ja, du kannst doch nicht wissen, dass ein Feuer kommt. Nee, aber dann hätte es einen anderen Konflikt gegeben, hundertprozentig. Oder vielleicht einen Tag später. Aber letztlich ist es genauso gekommen, wie ich das immer sage. Ab Tag 3 geht das dann los. Und wenn eine Gruppe nicht miteinander kann oder so einzelne Personen nicht miteinander können, dann und die Gruppe gleichzeitig in so einem ganz starken Austausch ist, also das heißt, da ist der Kessel, hast so einen Kessel und hast auch einen Deckel drauf, dass die Temperatur steigt, dann führt das in aller Regel dazu, dass die Gruppe sich sozusagen, ich will jetzt nicht sagen reinigt, aber eine Entscheidung trifft, also das treffen auch irgendwie alle zusammen, ohne dass jetzt so richtig drüber gesprochen wird, dass die Teile der Gruppe, die nicht miteinander klarkommen, dass die sich eigentlich irgendwie separieren, so, ne? Beziehungsweise, dass einer, wo die Gruppe sagt, mit dir kommen wir eigentlich nicht klar, das ist auch, ich habe ja auch in Unternehmenskontexten viel Gruppen oder Teams behandelt, wenn man so ganz lange mit so einem Team spricht und immer wieder das in Kontakt bringt, dann gehen die Leute, die eigentlich mit dem Team nicht klarkommen, also wo das auch nicht mehr zu heilen ist, die gehen dann raus aus dem Team so, ne? Also automatisch quasi. Was weiß ich, wechseln die Abteilung oder so. Hätte das jetzt heißen können, dass der, gut, der Stefan hätte es natürlich auch noch bemühen können zu heilen, wollte er jetzt nicht so, ne? Muss man schon sagen. Er hätte jetzt auch einfach sein eigenes Ding machen können, wäre auch gruppendynamisch saubere Lösung gewesen. Er hat sich halt für eine andere Lösung entschieden, was jetzt gruppendynamisch auch absolut Sinn macht, dass er auf den gelben Knopf drückt, ne? Dass er einfach sagt, nee, also wir kommen hier nicht mehr zusammen. Hat ihn ja auch groß keiner von abgehalten, war so mein Eindruck, weil die Gruppe halt auch sagt, nee, wir kommen hier eben nicht klar, so, ne? Ist eben so. Und man sieht ja auch jetzt an dem, auch das wird jetzt kein Dauerzustand bleiben, aber man sieht jetzt ja auch an der Folge heute, dass die Spannung raus ist, ne? Also die Storming-Phase ist erstmal vorbei. Und es war für die Gruppe wahrscheinlich eine Erleichterung, dass da raus ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass einer der Böse und einer der Gute ist davon von Joe. Und es hat mit Sympathien oder wie jetzt jemand rüberkommt, auch überhaupt nichts. Es ist einfach, wie eine Gruppe sich organisiert. Fertig, ne? Ja, also genau. Dann nochmal zu dem Let's Hugo. Finde ich irgendwie cool, dass er sagt, er hat Heimweh. ist so sehr vulnerabel, sag ich mal. Und das, glaube ich, hatte ich schon die ganze Zeit den Eindruck, das ist einfach so, wie es ist. Und dann sagt er das, finde ich total,
Tja, würden dann wahrscheinlich wieder viele sagen, ist so weich oder was weiß ich was. Ja, aber jeder ist da, wie er ist. Da ist ja auch aus dem Grund da reingekommen. Man wollte ja auch eine bunte Gruppe haben. Und ich finde das irgendwie gut. So, soweit dazu. Jetzt, ich will jetzt gar nicht so viel über die Folge reden, weil da eigentlich, jetzt sieht man natürlich diese Outdoor-Sachen. Ist für uns jetzt mäßig interessant, aber das Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist auch ein bisschen die Spannung raus ist. Also, aber gut, was soll es jetzt sein? Reality-Show, Survival-Show, ich weiß es nicht. Und was wir jetzt natürlich auch haben, was für die Show vielleicht nicht so gut ist, wir haben jetzt einen unangefochtenen Führer. Wie gesagt, er sagt nicht, er fühlt sich nicht so, als wenn er manipuliert. Keiner aus der Gruppe sagt, er hätte manipuliert, also außer Stefan vielleicht. Das ist auch mal, was ich mal in den Kopf kriege, wenn aus so einer Gruppe alle sagen, wir sind fein. Das haben auch manche in den Kommentaren geschrieben. Das sind ja gerade die großen Manipulateure. Keiner merkt es. Also stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe, du bist immer happy. Alle sind happy in der Gruppe. Ihr macht ganz tolle Sachen. Alle sind immer happy, 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 happy. Und dann kommt jemand und sagt, ja, der hat dich übrigens die ganze Zeit manipuliert. Dann denkst du auch, what the fuck, ey, was stimmt bei dir nicht? Ich fühle mich, habe mich wohlgefühlt die ganze Zeit. Das muss man auch akzeptieren. Das kann man nicht immer so in Frage stellen, dass es jetzt so schlimmer Manipulator ist, dass es keiner merkt. Und nicht mal die YouTube-Leute merken es noch nicht mal. Und völlig widersinnig, ne? Aber das Problem, was wir natürlich jetzt haben, also wir haben jetzt einen unangefochtenen Führer und wir haben auch Leute, die sagen, hey, ohne diesen Führer würden wir, glaube ich, nicht durchkommen. Wir haben einen Joe Kelly, der hat überhaupt kein Problem damit, hat so, sage ich mal, ein bisschen im Hintergrund zu sein, zweite Hand irgendwie. Und wir haben jetzt eine sehr harmonische Gruppe. Ich weiß nur nicht, ob das so ist, was jetzt jeder so sehen will. Das wäre natürlich, weil wenn das jetzt immer so weitergeht, weiß ich nicht, man hat jetzt natürlich immer noch nicht gesehen, dass irgendjemand Feuer gebohrt hat, sage ich jetzt mal so als Standard-Zuschauer, man hat immer noch nicht gesehen, dass sich welche sagen, so jetzt schlagen wir uns mal zu zweit, gehen wir mal woanders hin, oder jetzt wird ein bisschen jagen, hat man jetzt gesehen, oder man wurde halt nur mal einmal Wurzeln gekocht. Das kann natürlich interessant sein, aber ich glaube, das hatte ich auch bei vielen gesehen und kann ja auch ein bisschen nachvollziehen, dass natürlich jetzt die anders als bei den Staffeln vorher, die Einzelpersonen, also vielleicht die Mädchen, auch irgendwie so ein bisschen farblos wirken, weil sie ja immer nur das machen, was er sagt. Vorher musste halt jeder für sich klarkommen. Also gruppendynamisch ist das alles fein an diesem Punkt. Ob das jetzt schön ist anzuschauen, das ist eine ganz andere Frage, ne? Ja, lass mir gerne ein Abo da, ein Like oder ein Dislike. Bleibt friedlich in den Kommentaren, sonst müssen wir da wieder durchmobben und schaut euch gerne mal meine andere Arbeit an, wenn euch das interessiert. Danke für die vielen neuen Abonnenten schon mal an dieser Stelle und wenn ihr wollt, sehen wir uns bald wieder. Ciao.